Raus. Ja, vor was für einer Herausforderung standen Sie heute? Irgendeine Herausforderung mit der Maske, aber es erstmal 4 Punkte gewesen sind, die zu untersuchen gewesen sind, wovon jetzt noch einer übrig geblieben ist. In 2 von den Punkten waren jetzt tatsächlich nur, ich sag mal, Splitter, die man angemessen hatte, die haben jetzt gewesen am Ende. In einem Zerscheller, der jetzt noch hinten auf unserem LKW drauf liegt, also ein aufgeplatzter Bombenkörper. Und als letztes dann jetzt hier in dem Loch, als wir es geöffnet haben, eine 10-Zentner englische Bombe mit einem Langzeitzünder hinten drin. Und das war jetzt die Herausforderung für heute, diese jetzt hier nach Möglichkeit möglichst sicher zu sprengen. Kann man auch vielleicht was sagen, so Wetterbedingungen ähnliches, ist das schon Einsatz unter höheren Belastungen, wenn es so heiß ist, ganzen Tag in der prallen Sonne? Ja gut, richtig. Der Rest natürlich von der Bevölkerung uns auch gemerkt haben, heute war ein ziemlich warmer Tag. Wenn man jetzt den ganzen Tag hier auf der Fläche zubringt und jetzt hier körperlich schwere Arbeiten verrichtet, ist das schon eine Herausforderung. Also ich denke, heute ist ein bisschen mehr als normalerweise durchgegangen Wasser, was wir alle zu uns nehmen mussten. Das war doch schon eine Herausforderung, was wir da ja auch. Wir haben gehört, ab und zu kamen wieder Leute ins Sperrgebiet. Wie kann man da über die Verzögerung sprechen? Oder wenn man gerade bei der Arbeit ist, wie geht man da vor? Was passiert in diesem Moment? Ja gut, in dem Augenblick, wo wir jetzt über die Leitstelle weitergegeben bekommen, dass sich Leute im Sperrbereich befindet, werden sofort die Hände zurückgenommen, wir ziehen uns wieder zurück und die Arbeiten sind in dem Augenblick eingestellt. Bis zu dem Augenblick, wo wir von der Leitstelle wieder eine Freigabe bekommen, dass also die Leute aus dem Bereich rausgeführt worden sind, erst dann führen wir unsere Arbeiten auch wieder fort. Das kann sein, dass das 10 Minuten sind, eine halbe Stunde auch mal länger. Und in dem Zeitraum passiert eben nichts. Entsprechend verlängert sich auch die ganze Maßnahme, was natürlich wieder unangenehm für jeden ist, der jetzt gerade wieder irgendwo in einer Unterbringung sitzt und nach Hause möchte eigentlich. Immer unangenehm und für uns natürlich eine Mordsverzögerung und auch ärgerlich. Ja. Okay, was war das nochmal da, was wir in dem Sack gerade gesehen haben? Das ist der besagte Zerscheller, den ich eben erwähnt gehabt habe, also ein aufgeplatzter Bombenkörper. Aus welchen Gründen auch immer ist der Bombenkörper eben aufgeschlagen. Die Zünder haben so in der Form nicht angesprochen und der Bombenkörper ist beim Aufschlag eben aufgebrochen, dass er eben nicht durchdetonieren konnte. Und das, was wir dann da sehen, ist eben dieser große verformte Körper. Sprengstoff war auch noch mit drin gewesen, den wir bereits entfernt. Aber grundsätzlich ging von diesem Bombenkörper, also von diesem Zerscheller, keine Gefährdung mehr aus. Ganz recht herzlichen Dank.